So, du F***, Alter. Alter, in your face. Mother F***, du Alter. Moin Leute, was geht? Ich bin der Bardo und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Terraria. Schön, dass ihr und du wieder mit dabei bist, denn in der letzten Folge haben wir wirklich einiges erlebt, viel Sabbelei gehabt, denn ich musste ja wirklich viel erklären, ich musste wirklich viel auf den Tisch legen. Beim nächsten Mal mache ich das einfach mit einem Anwalt, dann ist das alles ein bisschen einfacher. So, ich hafte für gar nichts. Wir werden auf jeden Fall heute uns um die mechanischen Bosse kümmern und ich versuche wirklich alle drei zu besiegen. Ob das denn klappt, weiß ich noch nicht ganz genau. Und so wie es sein sollte, natürlich gestern nach der Aufnahme, wo ich auf Stopp gedrückt habe, was passiert? Skeletron Prime erscheint und den habe ich tatsächlich schon besiegt. Ja, so schnell konnte ich gar nicht auf den Aufnahmeknopf drücken, habe auch alles andere schon ausgemacht, hier Audioprogramm und so weiter und so fort. Ja, und dann ist der aufgetaucht und den habe ich dann ja einfach mal so aus Spaß versucht und auch geschafft. Deswegen haben wir tatsächlich jetzt auch schon die heilige Rüstung am Start und auch noch ein paar Seelen, die wir bekommen haben. Aber egal, den machen wir heute auf jeden Fall nochmal und beginnen tun wir natürlich mit dem mechanischen Auge und danach würde ich sagen, machen wir den Schädel und dann den Wurm, je nachdem, wie lange die Nacht denn noch ist. So, ich habe genug gequatscht. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal, bevor ich hier noch mehr Zeit verschwende. Deswegen hauen wir mal direkt rein hier. Immer mitten in die Fresse. So, kommt her. Ich versuche mein Bestes. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh nein, ich brauche doch keine Holzpfeile. Weg damit. Wir brauchen die verfluchten Pfeile. So, jetzt. Das sieht doch schon besser aus. Aufs Maul. Und diesmal muss ich ein bisschen besser treffen. Und auf meine Energie achten. So sieht das doch schon mal ganz schlecht aus hier. So, ich nehme gleich mal direkt einen Trank. So, den nehme ich auch noch zu mir. Kann ich nämlich schneller schießen. Und mache mehr Damage. Oh, ja, genau so. Gerne weiterhin so. Einfach weitermachen. So, und wenn es ganz knapp wird, gehen wir wieder zu Nurse und heilen uns einfach. Wenn ich das zeitlich schaffe. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wenn er sich jetzt gleich verwandelt, werden wir mal eben die Chance nutzen und uns heilen gehen. Oder auch jetzt schon. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht... Nein! 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 Okay, das war dumm. Wir machen es gleich nochmal. So eine Scheiße! Fick, fuck, fuck! So, hier, komm. Gleich nochmal raushauen. Diesmal richtig. Also manchmal klappt es und manchmal nicht. Es ist wirklich... Es ist wirklich, ne? Ihr wisst schon. So, so kann das gerne weitergehen. Fick you. So, ich muss den Trank nochmal nehmen. Manchmal steht man aber auch so beschissen, dass man gar nicht mehr rauskommt aus dem Murks hier. Das ist ja auch voll der Rudelbums hier. Anders kann man es gar nicht sagen. Oh, da blitzt es. Der heilige Rudelbums. So. Mal ein paar Messer reinhauen hier. Ja, das sieht doch schon mal besser aus wie eben. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. So, da verwandelt er sich auch schon. Nice. Ja, weiter so, weiter so, weiter so. Weiter so, weiter so. So, ich nehme nochmal Pfeil und Bogen. Nein! Schnell zurück.
heilen. So, alles ist wieder gut. Oh. So, komm, der muss liegen. Und dann ist der andere gar nicht mehr so schwer. Aber er hier mit seiner Speierei. Ganz übel. So, nochmal heilen. Komm, heil dich. Nein! Ah, Hilfe! Stirb! Geht doch. Also ich probiere mal ein bisschen dem so auf die Fresse zu hauen. Aber das klappt nicht. Dann machen wir das einfach weiterhin so mit den Messern und mit Pfeil und Bogen. Oder Armbrust und Pfeil, wie auch immer. So, guck mal, der schluckt richtig. Der schluckt gerne. Los, mach den Mund auf. Geile Scheiße. So gefällt mir das. Ja, fein machst du das, fein. Ich brauch nur geheiligte Barren, gib mir die. Und... gleich haben wir. Alles ist gut, alles ist prima, perfekt, alles gut gelaufen. So, und bevor wir jetzt weiter quatschen, Alter, wir haben 46, ach so, ich wollte schon sagen, 23 Gold, 46 Silber haben wir bekommen. So, machen wir gleich weiter mit, eine Trophäe haben wir auch bekommen, sehr schön. Machen wir weiter mit dem mechanischen Schädel und wir lassen keine Zeit verstreichen und machen es auch direkt. So, hier. Die ganzen Arme müssen auf jeden Fall sterben. Also gestern war der relativ einfach. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so easy ist. Aber wer weiß, wie ich mich jetzt anstelle. Ne? Wenn man aufnimmt, ist man auch immer ein bisschen mehr angespannt, als wenn man so privat spielt. Also ohne Aufnahme. Da ist man irgendwie immer ein bisschen entspannter. Immer wenn es drauf ankommt, ne? So, und wie das mit dem Wurm gleich läuft, weiß ich überhaupt noch nicht. Ich glaube, das wird richtig übel. So, weil der hier braucht schon relativ viel Zeit, bis ich den geschafft habe. Außer ich treffe ordentlich, so wie jetzt. So, die Arme sind eigentlich gar nicht so heftig. Wenn man den trifft. So, komm. Ein Arm weniger, dann ist er auf jeden Fall schon mal einfacher. Jetzt mal ein bisschen die Puppe hier raushauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das läuft doch wie am Schnürchen. So. Komm, jetzt treff doch mal. Schön auf die Energie achten. Ich stelle mich gerade wirklich ein bisschen doof an, ne? Kann das sein? Wir gehen mal eben zurück und heilen uns. So, 2 Gold. Die investiere ich gerne. Komm schon. Gleich haben wir's. Wir ziehen dem auch echt wenig. Aber Hauptsache, wir kriegen ihn kaputt. So, ein Arm ist schon mal weg. Der andere ist auch gleich kaputt. Und wenn alle Arme weg sind, dann ist es wirklich ein Kinderspiel. So, zweiter Arm. Dritter Arm verabschiedet sich auch gleich. Jawohl, jetzt der vierte.
Ich kann auch gleich auf den Schädel gehen. Scheiß drauf. Na, jetzt treff doch mal. Guck mal, da sind sogar noch Seelen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, genau, so kannst du weitermachen. Dann bist du richtig einfach. Nice. Ach, ist das schön. Das ist schön, so muss das sein. Ich bin richtig angespannt, mein Herz pocht wie bescheuert. So, wie viel hat er denn noch? Guck mal näher hier. Was? Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst! Oh nein! 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 Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst! Alter Ficken! Oh nein! Oh nein! Nein! Und jetzt ist es schon wieder hell, ne? Ach, fick doch die Alte! Das kann doch nicht wahr sein! Leck mich doch am Sack! Dein Ernst? Ist das dein scheiß fucking Ernst? Ach nö, ey. Oh nein, jetzt können wir warten, bis hier die Nacht um ist, oder was? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ach, come on. Wie viel Uhr ist es denn? Wir schauen mal eben auf die Uhr. 5 Uhr Vormittag, ja super. Ja, dann müssen wir jetzt abwarten. Ich habe verkackt, kann ja auch mal passieren. Ich habe voll nicht drauf geguckt auf meine Energie und unten stand dann auf einmal hier, Edmund lässt eine Party steigen, Alter. Edmund, was soll die Scheiße? Oh nein! Willst du mich verwirren oder was? Edmund, Alter. Wirklich. Da, nee. Edmund, da bin ich jetzt sauer auf dich. Du bist ein richtiges Arschloch. So, verfluchte Pfeile müssen wir auch neu herstellen. Wir haben nämlich nur noch 772. Da gucke ich mal eben, ob ich noch ein paar neue herstellen kann. Alter, das ist doch jetzt nicht zu glauben, oder? Wir waren doch so knapp davor. Und was passiert? Edmund lässt eine Party steigen. Hier, alle haben Partyhüte auf, alle freuen sich, außer ich. Super gemacht. Dankeschön, Edmund. Am Arsch. Ficken. So, ich bin sauer. So eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Alter, jetzt bin ich... Ich bin wirklich gefickt. Was ist denn das? Ist doch nicht dein Scheiß Ernst jetzt. Ach Mann, ey. So haben wir denn wenigstens geheiligte Barren bekommen. Wo sind die Scheiß da? 23. Okay, wir schauen mal, was wir davon bauen können. Hat mich das jetzt von hinten genommen? Das ist doch nicht zu glauben. Ja, mir tut auch die Wortwahl leid, die ich gerade benutze, aber das hat mich ja wirklich jetzt gerade mal richtig benutzt, wenn ich das mal so sagen darf. So, 12. Haben wir noch geheiligte Barren hier unten in der Kiste? Vielleicht können wir dann zwei Sachen herstellen. Guck mal, wir haben hier sogar noch 10, dann haben wir 33. Und damit kann ich dann theoretisch, und das werde ich auch tun, die Frage ist vielleicht die Durendal... Ja, ich meine, das ist eine Peitsche. Die könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Was machen wir denn jetzt am besten? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wie teuer ist die? 12. Und was kostet das hier? 12. 24. Das heißt, uns fehlen 3 geheiligte Barren. Was ist jetzt sinnvoller? Vielleicht, wenn ich die mechanischen Augen nochmal mache? Jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen von hinten genagelt. Verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Was würdet ihr jetzt tun? Scheiße, dass ich nicht streamen kann. Ich würde das jetzt so gerne mit euch live machen. Aber ich glaube, ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee und dann lasse ich mir das durch den Kopf gehen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Pfeile, wisst ihr? Können wir Pfeile kaufen? Nein, ne? Und wir brauchen ja auch die verfluchten Flammen, die ich nicht habe. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Bardo. So eine Scheiße. Von hinten genommen, aber richtig hart. Keine verfluchten Flammen mehr. Du willst mich doch wohl verarschen. Kann ich nicht den Köcher irgendwie auch verbessern?
Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht! Und was mir gerade einfällt, wir haben noch so ein paar lustige Farbstoffe bekommen, weil ich seltsame Pflanzen abgegeben habe hier unten beim Inder. Der hat mir dafür Farbstoffe gegeben. Die können wir gerade mal eben ausrüsten. Dann leuchte ich nämlich so lustig. So, haut euch das rein. Jetzt sehe ich aus wie ein Geist. Schön, ne? So. Ein Geist auf einem schwarzen Pferd. Können wir das Pferd hier eben spawnen? Ja, guck mal, das sieht ja richtig geil aus. Und mit unserer geilen Katze, stimmt. Wie hieß die nochmal? Müssen wir eben nachschauen. Ich glaube Gato, ne? Arigato! Arigato! Ja, oder Harigato können wir sie nennen. Harry. Harry die Katze. Geil. Okay, Harry, was machen wir denn jetzt? Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Soll ich die Durendal nehmen? Na komm, ich kauf die jetzt. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wirklich. Und wir probieren sie. Es ist tatsächlich... Ups, eine Peitsche. Jetzt probiere ich mal Folgendes. Ja, okay. Oh, die klatscht aber ganz schön schnell zu, ey. Da hätte ich aber ganz schön roten Arsch, wenn ich die abkriegen würde. Ja gut, dann lassen wir das erstmal so. Die Trophäe hängen wir auch gleich noch auf. Sieht nämlich schön aus. So, alter Vater. Nur wo können wir die aufhängen? Na komm, wir machen das mal hier hin. Dann mache ich das Ding mal eben ab. So, wo ist mein Hammer? Wo ist der Hammer? Hier. So, dann klatsche ich das mal eben ab. Und pack dafür die Trophäe hier hin. Ey. Warum ist denn jetzt... Ach so. Wollte schon sagen. So, jetzt kann ich da was aufhängen. Guck mal, das sieht doch geil aus. Ja, das lassen wir so. Okay, dann warten wir jetzt, bis es dunkel wird. Und ich würde sagen, dass ich bis dahin das Video einfach schneide, so dass wir jetzt nicht den ganzen Tag hier wieder rumlaufen müssen. Und schauen dann einfach mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob wir es diesmal schaffen und auf unsere Energie achten. Denn das war ja wirklich gerade ein Schuss in den Ofen. Ja, wirklich, wortwörtlich. So, und ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Prösterchen. Ach, ist das herrlich, mal wieder einen Kaffee zu trinken, Alter. Meine Fresse. Mit einer schönen Tasse Kaffee und einer psychedelischen Katze, würde ich sagen, peitschen wir heute mal so ein bisschen den mechanischen Schädel aus. Es ist, glaube ich, jetzt auch schon dunkel, soweit ich sehen kann. Ich weiß natürlich nicht, ob das schon ausreicht. Ich werde mal eben hier noch einen Schluck Kaffee nehmen. Moment. Und da blitzt es auch schon. So, ich nehme mal eben meine ganzen Sachen zu mir. Moment. Habe ich auch schon wieder vergessen hier. Es ist auf jeden Fall schon dunkel. Das ist sehr gut. Dann werde ich mal eben hier so ein paar Sachen aktivieren. Dann haben wir natürlich auch nochmal so ein bisschen Bonus hier. Wo haben wir denn den Schleifstein? Da vorne. So, dann holen wir uns mal diese zwei Dinger noch dazu. Dann tausche ich das mal eben aus. Werd noch einen Kürbiskuchen essen, das hier zu mir nehmen und dann würde ich sagen, hauen wir dem Ding mal ordentlich was auf die Fresse. Okay, es geht noch nicht. So, dann muss ich jetzt warten. Aber es ist jeden Moment so... Okay, da ist er schon. Da ist er schon, da ist er schon. So, jetzt peitsche ich dich aus, du Drecksau. Ich peitsche dich aus. Oh, ist das gut. Oh. Jetzt gibt's hier ordentlich die Peitsche. Schwöre ich dir aber. Ja, Mann. Sie wurde entwickelt, um mechanische Bosse zu fisten. Und hat dabei alles verändert. So sieht's aus, wie ich diese Werbung hasse. Alter, kriegt der auf die Fresse. Boah, ich peitsch dich aus. Ich peitsch dich so hart aus. Oh, ist das gut. Ist das gut. Ist das gut. Schön auf die Fresse. Ach, ist das geil. Haut euch das rein. Ich peitsche ihn richtig hart. Er steht auf sowas. Diesmal muss ich auf meine Energie achten. Komm her, ich peitsche dich. Kriegst du noch ein bisschen Pfeil und Bogen von mir aus?
Jetzt peitsche ich dich wieder. Komm her. Stehst doch drauf. Du brauchst das. Bin der Domina-NPC. Ach, ist das schön. Okay, so viel Schaden machen wir gar nicht. Aber es funktioniert. Und ich treffe wirklich alle Arme damit. So, ein Arm ist schon weg. Und jetzt gleich der Wurm, ey. Oh Gott, da habe ich richtig Schiss vor. Und dann haben wir alle drei besiegt. Ich glaube, der Zerstörer ist nochmal eine Nummer härter. Eine Nummer. Eine Nummer härter. Komm her hier. Du brauchst es. Du willst es. Tu nicht so. Ruf an und reiß dich am Riemen. Skeletron. So. Jetzt wieder auf die Energie achten. Wir switchen mal eben zur Nurse. So, und dann bekommst du nochmal so ein bisschen mit Pfeil und Bogen. Ich weiß auch nicht, was effektiver ist. Pfeil und Bogen oder jetzt hier Durendal? Die ultimative Zahnbürste. So, komm, der Arm muss weg. Perfekt. Oh, ist das geil. Es ist so gut. Guck mal, ich visiere den sogar an. Habt ihr das gesehen? Guck mal, hier, dieser Punkt. Lol. Ist aber neu. Wird per Woll gewaschen. Ich mache Werbung für Sachen. Das ist nicht gut. Na komm doch. Trau dich. Mensch. Also ich mache mehr Schaden mit Pfeil und Bogen, aber ich schlag natürlich auch relativ schnell zu mit dem Ding und ich treffe auch immer. Kann man sich also streiten, was jetzt effektiver ist. So, jetzt komm! So, jetzt bist nur noch du da. Du kannst mir gar nichts. Jetzt kriegst du mit Excalibur auf die Fresse. Na, jetzt haust du ab, ne, du Schwein. Jetzt haust du ab. Komm her, du Hund. So, du bist doch gleich Geschichte. Du bist doch gleich Geschichte. Wir haben dich gleich. Wir haben dich gleich. So, du F***, Alter. Pow, Alter, in your face. Mother F***, du Alter. Boah, hat der mich gebumst, ey. So, und jetzt geht's weiter mit dem mechanischen Wurm, was nicht einfach wird. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache, aber ich glaube, der wird uns zerstören. Wir machen's einfach, komm. Wir machen's einfach. Peitsche dich. Oh, das ist aber... Oh, okay, es kann sein, dass der gar nicht so schwer ist, wie ich dachte. Aber diese ganzen fliegenden Viecher, die nerven. Das ist natürlich optimal hier. Und die Sternschnuppen treffen auch. Wunderbar. Oh, das ist aber gut. Okay, das Ding ist ultimativ dagegen. Ich sag doch, sie wurde entwickelt, um mechanische Bosse zu fisten. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so. Boah, hauen wir dem was an die Schnauze. Das ist ja unglaublich. Oh, geil. Wir nehmen den richtig auseinander. War der uns auch gerade? Leck mich fett. Dann haben wir es ja gleich geschafft, ey. Und dann können wir uns schöne neue Items herstellen. Oh, ist das schön. So, nochmal ein bisschen Excalibur. Das zieht richtig schnell, wie man unten an der Leiste sehen kann. Jetzt darf ich natürlich nicht sterben. Keine Scheiße bauen jetzt. Oh, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Jawohl, Junge!
Holy damn! Holy damn! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ist das geil, Alter? Ist das geil oder ist das geil? So, wir brauchen die Seelen. Wo sind die Seelen? Brauch Seelen. Warum haben wir keine Seelen bekommen? Doch Seele der Macht und Seele der Einsicht und wir haben die Seelen der... ich weiß nicht was. So, wir schauen mal eben gerade. Wir können nämlich jetzt geile Sachen herstellen. Und zwar Einsicht des Schreckens. Genau, jetzt haben wir hier drei verschiedene Paar Seelen bekommen. Können auch noch den Trüffelwurm mal versuchen, aber ich habe noch keine Angel und ich weiß auch nicht genau, welche ich dafür brauche. Schauen wir mal eben gerade. So, wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserem wunderschönen Zuhause. Was für eine erfolgreiche Folge das doch war. Scheiß die Wand an. Alle drei mechanischen Bosse gelegt. Junge, Junge, Junge. In your face. Also wirklich. So, schauen wir mal eben gerade. Wir können nämlich jetzt hier unseren Handschuh leveln. Oder skillen oder was auch immer. So, erhöhter Schaden. Siegel des Rächers ist es eigentlich scheißegal, welches wir dafür nehmen. So, wir machen das jetzt einfach mal. Magier, Rächer, was ist das hier? Des Beschwörers. 50% günstig. Achso, ja, machen wir das jetzt einfach. So. Ich weiß gar nicht, was man da genau mitmachen kann. Ach ja, genau. Hier den Handschuh. So. Und ich stelle einfach mal noch einen her, oder? Hier ist Magias. Ich muss gleich nochmal eben googeln. So, dann haben wir hier noch irgendwo. Das ist ja richtig geil. Hier den Magma-Stein. Damit können wir den auch nochmal kombinieren. So, und dann haben wir den Feuerkampfhandschuh. Ist das fett oder ist das fett? Plus 3% Schaden. So, ist das geil oder ist das geil? Genau, sage ich doch. So, ach, guck mal, den Drax können wir jetzt auch herstellen. 200%. Alter. Okay, das ist natürlich mega geil. Ah, komm, den bauen wir jetzt einfach. So, Drax Attax. Geile Scheiße, Mann. Oh, es ist geil. Es ist einfach nur geil. So, jetzt muss ich mal eben googeln. Ja, dann haben wir eigentlich alles schon hergestellt, außer dieses Schwert hier. Und dafür muss ich natürlich nochmal eine andere Welt eröffnen. Und da gehe ich dann einfach nochmal in den Dungeon und suche mir einen Muramasa. Lichtscheibe könnte man noch herstellen. Aber den Maxi-Hai, den bauen wir gerade noch eben. Denn ich war ja so schlau und habe vorher schon mal die Sachen gelootet, die wir dafür brauchen. Und hat auch ziemlich lange gedauert, das zu besorgen. Denn diese Haifischflossen oder Haifinne, so wie sich das nennt, hat ziemlich lange gedauert, bis da endlich mal ein paar Haie aufgetaucht sind. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich die denn verstaut habe hier in den Kisten. Wo ist es denn jetzt? Ach, hier. So, der Maxi-Hai, geil. Alter, das ist natürlich richtig geil. Ich bin froh, dass wir das alles gemacht haben. So, sehr schön, sehr schön. So, die Dolche brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr, ganz ehrlich. So, wo sind meine ganzen Waffen? Das wird eine ziemlich lange Folge hier. Kann sein, dass es zwei Teile werden. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher. So, das kommt weg. Das ist eine Kettensäge. Wir können natürlich auch noch, jetzt gerade, wo ich dabei bin, können wir uns auch noch die... Spitzhacke bauen. Das ist kein Problem. Was ist das denn? Ein Spitzhacken-Axt. Ich nehme es einfach mit. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich nehme es einfach mit. So, das Siegel kann auch gleich weg. Und was ich mir noch bauen wollte, ist das hier. So, perfekt. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Wir haben wirklich einiges geschafft heute. So. Wo sind meine Waffen? Ich muss hier durchblicken. Das sind zu viele Kisten für mich. So, der Koboldstab kann weg. Mechanisches Auge, das packen wir gleich zurück. Die ganzen Seelen, ich switch mal eben zurück. Die packe ich mir hier auch eben nochmal alle rein. Alter, ich bin richtig am Zittern, am ganzen Körper. So, Moment, wir haben jetzt eine Kettensäge. Wir haben einen Dings. Kettensäge, Spitzhacken, Axt. Okay, dann brauchen wir die schon mal nicht mehr. Die packe ich mir jetzt auch einfach mal hier rein, weil ich nicht immer hin und her rennen will. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, das kommt hier oben hin. Die Puppe kann eigentlich auch weg.
Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Mechanisches Auge hierhin. Dann haben wir, wie gesagt, noch den Trüffelwurm. Der, traue ich mich aber noch nicht ran. Das machen wir dann irgendwann später. Leuchtstablinsen, die kann ich hier auch mal eben zupacken. Und bin dann eigentlich soweit echt zufrieden. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von Terraria wieder. Ich mache dann jetzt erstmal Schluss für heute, denn wir haben ja wirklich einiges erlebt. So. Und bin froh, dass wir soweit gekommen sind. Von daher verabschiede ich mich jetzt erstmal mit unserer wunderschönen Peitsche, unserem Mega-Ultra-Hai hier und unserem neuen Bohrer. Und ja, was noch alles neu dazu gekommen ist. Hier, genau, der Feuerkampfhandschuh, den haben wir auch neu dazu bekommen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine weitere Folge. Schaltet ein, wenn es soweit ist. Unsere psychedelische Katze Harry freut sich natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Also seid dabei, wenn es soweit ist. Ich werde dann jetzt erstmal noch in eine andere Welt gehen, Muramasa besorgen und ein paar Giftstacheln. Ich denke mal, die bekomme ich von irgendwelchen Viechern aus dem Dschungel. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher. Und werden dann versuchen, in der nächsten Folge tatsächlich dann die Klinge der Nacht herzustellen und schauen dann mal, wie es weitergeht. Ach, guck mal, da können wir auch schon die Grünzeugs abbauen. Also das ist richtig geil. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall. Schaltet ein, wenn es soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann. Und nach einer Stunde Aufnahme, haut rein.